Jedenfalls, dass viele Charaktere aus Assassin's Creed mal gelebt haben, aber Al-Mualim speziell. Muss ich jetzt also, er hieß aber nicht so, sondern Rashid Ad-Din Sinan. Okay, und was hat er gemacht? Mal gucken, schon mal Wikipedia. Du kannst ja mal gucken, ich lasse so lange mal den Informanten reden. Der Held von Damaskus. Tretet ein, verweilt und berichtet mir von euren Abenteuern. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja, seid ihr nun so wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mualem befahl mir, das Leben eines gewissen Jubair zu beenden. Ah, Salah al-Dins führender Gelehrter, eine wunderliche Wahl, wenn ihr mich fragt. Aber wer bin ich, um des Meisters Willen anzuzweifeln? Er wird seine Gründe haben. Dann kennt ihr also den Mann? Er war jüngst sehr beschäftigt. Er organisiert die Gelehrten und schickt sie raus, um zu predigen. Und was predigen sie? Licht und Feuer, Läuterung der Sünde, apokalyptischer Unfug, wenn ihr mich fragt. All das Geschwätz von Wegen und einer neuen Welt. Was für eine neue Welt? Weiß nicht. Ich achte nicht auf das Gewäsch von Geisteskranken. Dafür habe ich viel zu viel zu tun. Nun gut. Ich mische mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Wo schlagt ihr vor, soll ich suchen? Südlich von hier sind eine Akademie und ein Wachturm. Dort solltet ihr fündig werden. Zudem gibt es ein Hospital im Osten, das ihr besuchen solltet. Ich beginne sofort. So voller Tatendrang. Ihr habt euch verändert. Zum Besseren möchte ich hinzufügen. Das ist immer voll der Schleimer, der Typ da in Damaskus. Okay. In welcher Stadt eigentlich nochmal Malik? Malik ist in Jerusalem. Bei dem bereitest du das letzte Attentat vor. Weil der hilft ja noch am Schluss noch. Also ich hab's hier gerade, Rashid Ad-Din Sinan wurde wahrscheinlich in Südirak geboren, lebte von 1133 oder vielleicht doch 1135 bis 1192. Wurde auch der Alte vom Berge genannt, weil Sektenführer der islamistischen Assassinen in Syrien und Vorfeld zur Zeit des Dritten Kreuzzugs. Ja, krass. Resistierte seit 1164 in der Burg Masyaf. Später machte er sich vom persischen Stammsitz unabhängig, schmiegte sich zum Sternbereiter fanatischer Meuchelmörder, also Fidai genannt, um seine Feinde aus dem Weg zu schaffen. Also solche Typen wie Alter ihr eben. Persisch Assassin unter Name wegen seiner Einmächtigung mindestens zwei gescheiterte Anschläge auf ihn. Er betrieb eine Schaukelpolitik zwischen den Sunniten unter Saladin und den Kreuzzahrer, mit denen Johanniterorden war ja zeitweise verbündet. Was ist von dem ich auch in dem Spiel Flammen sammeln? Ja, das sind hier die in Akkon, die Priester. Ach, cool. Saladin machte mindestens ein Versuch, Masyaf zu nehmen, scheiterte aber und arrangierte sich mit den Assassinen. Die Chronisten der Kreuzzahrer waren von den assassinischen Praktiken überaus fasziniert. Rashid al-Din, also Al-Mualim, hielt später als der Alte vom Berge Einzug in die europäische Literatur. Irrtümlich wird dieser Beiname immer wieder auf den Stammesvater des Assassinen, dem früher lebenden Perser Hasan Isaban, gewendet. Der Name der Alte vom Berg leitet sich von dem arabischen Titel der Assassinenführer Scheich al-Jabal, Gebieter des Gebirges, ab. Und ja, das ist ein Squid, sondern eben Al-Mualim. Ist ja interessant. Krass. Er hat wirklich die Geschichte anscheinend schon in gewisser Art und Weise ein bisschen beeinflusst, der Kerl. Ja. Auch wenn man das so... Ich meine, Alter, ihr soll ja auch auf einer Realpersönlichkeit beruhen, aber ich weiß nicht auf welcher. Weil ja. im Internet steht immer nur, ja, er hat mal gelebt, aber es wird nicht gesagt, wie er heißt. Steht da auch, wie dieser Rashid gestorben ist? Nee. Der wurde ja mit Sicherheit nicht umgebracht von einem Typen, der so hieß wie Alter I, aber... Nee, stand nicht da. Also eben nur Todeszeitpunkt 1192. Mich würde halt echt mal interessieren, ob der an einem natürlichen Tod gestorben ist. Warte mal, wann ist der geboren? Okay. Huste dich aus. Alles wird gut. Ja.
Moment, jetzt habe ich die Seite schon wieder weggeklickt. Schlechte Neuigkeiten. Er wurde geboren 1133 oder 1135. Ich habe sogar einen Brief bei ihm gefunden. Ich gab ihn nur mal ihr. Aber eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat er ihn euch nicht übergeben. Nun dann geht. Sucht nur mal ihr und nehmt den Brief in Empfang. Der ist ein bisschen älter als 60 geworden. Das heißt, er ist wahrscheinlich an einem natürlichen Tod gestorben. Ist doch schön, ich suche gerade bei Google und daneben steht auch, wird oft gesucht, Roberto Sable, Saladino und Meister Siegbert. Oh, Siegbert! Warum sucht jemand nach dem? keine Ahnung. Der ist von den Attentatszielen so, naja, ich weiß nicht. So ein Wahnsinniger. Aber ich find's lustig, dass das auch ein Deutscher ins Spiel geschafft hat, der Siegbert. Das würden wir nur ohne ihn machen. Nee, glaub ich, der arme Siegbert. Er hat ja noch gesagt, er hat Angst vor mir gehabt. Das hat mich sehr bedrückt. Vor mir muss man noch keine Angst haben, ich bin noch ein alter Ehe, der jeden umbringt. Ja. Ich weiß nicht, was die alle so eine Angst vor mir haben. Oh shit, wie weit ist der Typ weg, Mann? Da ist der Informant. Oh. Das, komm, red mit mir. Altair, hier, nehmt dies. Ich habe überall nach euch gesucht. Jetzt kann ich endlich zurück nach Masyaf. Zum letzten Mal habe ich meine Hilfe angeboten. Ja, du hast überall nach mir gesucht, ist klar. Ich bin mir ganz sicher, dass du nach mir gesucht hast. Du wolltest den Brief doch für dich behalten, du Arsch. Los, verpiss dich. Ich hab ihn gerade von der Leiter getreten. ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte den letzten Turm erklimmen. Jupp. Oh mein Gott. Aus dem Weg, aus dem Weg. Was heißt den letzten Turm? Warte mal, ich hab noch ein paar Türme vor mir. Okay, ich glaube vor dem nächsten also wenn ich das Attentat gemacht habe, machen wir mal eine ganz kurze Pause, irgendwie eine halbe Stunde oder so. Jo. Weil das schlaucht ja schon diese immer gleichen Levels von Assassin's Creed 1. Auch mich jetzt irgendwie nie wirklich gestört. Beim ersten Mal hat's mich auch nicht gestört, als ich es durchgespielt habe, aber wenn du das mehrmals machst, dann merkst du das schon irgendwie. So am Anfang, als ich die erste Aufnahmesession hatte, als ich das Attentat auf Talal gemacht habe, da konnte ich noch richtig schön was dazu erzählen, weil da war ja noch alles neu. Aber danach hat sich das ja praktisch alles nur noch wiederholt. Und Ratchet & Clank musst du als Platzhalter. Was? Und Ratchet & Clank musst du als Platzhalter für Gesprächsteam hinhalten. Ja. Du könntest doch noch irgendwas anderes als Gesprächsthema. Keine Ahnung. Ja, muss mal überlegen, was hätte ich denn da so bei Assassin's Creed für ein Thema? Außer das mit. Also, das mit Almuel Lemma schon mal ziemlich interessant. Jo. Ah, du Arsch! Ein Pfeil in den Rücken, Alter! Oh, Scheiße, ich hab grad eine Zivilistin umgebracht. Ja. Im Prinzip, wie auch. Ist mir auch bald schon passiert. Du bist halt beim Attentat so auf Zeit. Ja. Hinter dem Typen an und auf einmal kommt vor den Zivilisten, siehst du nicht, sticht zu und Alter, ihr sticht den Zivilisten ab. Bitches. Sterbt alle. Ja. Verdammt, aus dem Weg. Okay, ich muss untertauchen, sonst entdecken die mich. Schau mal nach, ob wir hier. Ich verschmelze mit der Masse. Ich bin immer noch bei Zucker Cry gelockt, das gibt's ja nicht. Oh mein Gott, ne, ist ja egal, du könntest ja mehrere Leute gleichzeitig ändern. Ach, da ist Zucker Cry, hat doch niemand angeklickt. Das kann ich veranlassen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich stelle es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind sie ignorant und ängstlich. Nee. Ihr scheint es ernst zu meinen. Aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass ihr mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer.
Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. Ja. Oh. Ach ja, stimmt. Falls einige Leute es eben noch nicht wissen, ob ich nicht, wie das geht, aber 2015 oder 2016 soll ein Film von Assassin's Creed 1 in die Kinos kommen. Echt von 1? Ja. Irgendwo wollte man fragen, was denkt ihr dazu? Also Daniel, was denkst du dazu? Wird das erfolgreich oder ist es so... Nee. Ich frag mich, warum die sich gerade Assassin's Creed 1 ausgesucht haben. Weil da haben sie ja jetzt nicht wirklich eine Vorlage. Also wenn sie das Spiel als Vorlage nehmen, dann wird das ein schnarschlangweiliger Film. Vor allen Dingen weiß ich schon nicht, wie die das machen wollen mit den ganzen Attentaten, die Alter ihr machen muss. Die können ja nicht bei jedem Attentat... Sie können ja nicht jedes Attentat so detailliert in den Film mit einbringen. Die müssen das Ganze ja irgendwie auf 90 Minuten oder so begrenzen. Weißt du, da bleiben halt dann komplett die Informationen, die du hier im Spiel sammelst über die Gegner, die bleiben ja komplett auf dem Trockenen. In dem Film, praktisch gesehen. Alter, das ist auch ein schöner Google-Bug. Ich scheue gerade nach Assassin's Creed 1 Film. Auf einmal kommt die auf YouTube. Hier so ein Fan-Movie, Assassin's Creed, Länge 181 Stunden. Ich klicke drauf und es sind nur 3 Stunden. Ich wollte sagen, 181 Stunden. So ein typischer YouTube-Bug. Ach, hier ist es selber. Assassin's Creed Kinostart auf August verschoben. Der eigentlich für Juni 2015 geplante Kinostart Assassin's Creed Films wurde auf den August verschoben. Aha, Films, also mehrere. Gründe dafür sind bisher allerdings nicht bekannt. Eigentlich sollte die Verfilmung der Action-Spiele-Serie Assassin's Creed am 9. Juli 2015 in die Kinos kommen. Doch die Fans müssten sich wohl übel noch etwas länger gedulden. Fragen uns ja nicht, wie das geht, ja. Die hatten jetzt so kurz ins Black Flag, aber ja. Ja, wie aus dem aktuellen Bericht der Hollywood Reporter vorgeht, hat Fox den Kinostart vor kurzem auf den 7. August 2015 verschoben. Die Verzögerung hält sich somit in gewisse Grenzen. Allerdings ist bisher noch nicht bekannt, was Fox in dieser Verschiebung gedrängt hat. Die Verfilmung von Assassin's Creed ist eine andere, mit dem Schauspieler Michael Fassbender besitzt. Dies ist bekannt aus Filmen wie Inglourious, Bastards, X-Men, Erste Entscheidung, Eine dunkle Bedrohung und aktuell Prometheus, dunkle Zeichen. Scott Frank, zuletzt in den Kinofilm Wolverine als Drehbuchautor verantwortlich, wird die Skriptvorlage für den Film schreiben. Inglourious Basterds, interessant. Prometheus. Ich weiß nur, wer ist das? Welcher war das? In 300 und in Prometheus? Ah, scheiße. Was geht jetzt? Wollt ihr alle aufs Maul haben oder was? Ja, da haben wir gerade beim Thema hier Spiele, Verfilmungen sind hier. Ja, was Spiele willst du verfilmen. Eigentlich schon von den Legend und Clank und Sly Cooper Filmen, die rauskommen sollen? Ja, kann ich noch nichts zu sagen, weil ich ja noch nicht weiß, was da jetzt Sache ist. Ich will ja erstmal sehen, dass der Film überhaupt rauskommt, weil du weißt ja, wie es mit Videospielverfilmungen ist. Die werden immer angekündigt, aber kommen nie raus. Ich weiß noch, vor wie vielen Jahrzehnten mal ein Uncharted-Film angekündigt wurde. Der ist bis heute nicht rausgekommen. Ja, stimmt. Ist auch immer schön auf diesen MacBook Air, wo hier ein neues Tab öffnet, diese ganzen Fensters mit deinem zuletzt besuchten Seiten. Bei mir wird dort eine Seite geöffnet, auf der ich überhaupt nicht war. Hä? Doch nicht einmal. Lol. Ihr Alter, wirft ihr aus der Entfernung mit Wurfmesser daneben, ey. Typisch Alter hier. Oh, fuck you. Siehst du, so kämpft man mit einem Kurzschwert. Das nenne ich kämpfen, ja. Das hat wenigstens Style. Zack, bam, bam. Können die gar nicht... Oh, doch, sie können doch reagieren. Welches Spiel von das jetzt eigentlich so das Kampfsystem eben? Weißt du, jetzt so Teil 1 oder Teil 2, auch wenn sich da kaum voneinander unterscheidet? Teil 2 natürlich, da hast du noch mehr Möglichkeiten als im noch ersten Teil. Deutlich mehr Möglichkeiten. Du kannst ja zum Beispiel die Gegner mit Sand oder mit Rauchbomben ablenken. Du kannst Waffen von Gegnern aufheben, du kannst Gegner entwaffnen.
Es gibt mehr verschiedene Arten von Waffen, nicht bloß einfach Schwert und Dolch und sowas, sondern es gibt auch noch größere Äxte oder so. Aber es gibt auch, wenn ich die benutzt habe. Die Hammer sind saugeil. Es gibt Pistolen, okay, eine Pistole. Die ist noch nicht mal so der Kracher, aber sie ist okay. Aber, also deutlich besser, also in Assassin's Creed 2 auf jeden Fall schon. Unterscheidet sich halt stark vom ersten Teil. Aber was gibt denn das hier? Alter, ich hab nur einen Typen damit. Ne, zwei. Okay, immerhin das. Wow. Ich hab übrigens. Hä? Du zuerst. Ja, gut, meinst du, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, red du lieber zuerst? Ich meine, bei Assassin's Creed 2, als ich es ja vor kurzem, also gestern durchgespielt habe, diese Szene mit Katharina Sforza, wo die dann die beiden Waffen da anlaufte. Kennst du die noch? Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, die kenne ich noch. Die, dieses Ablenkungsmanöver, oder? Ich fand das so genial. Soll ich euch bei dir ja reißen? Ey, das, die Olle ist, hat so einen Knall, aber ist irgendwie auch so cool. Und die Typen lachen so, und lachen, und dann kommt Ezio auf einmal so, bam. Ja, oder hier später. Ja, ich werde deinen beiden Kindern die Kehle durchstellen, sie so. Ach, ihr wollt meine Kinder? Nehmt sie, rieb sie Brock hoch. Ich hab noch alles, was ich brauche, um noch mehr zu machen. Ja. Oh, das ist einfach zu geil. Oh mein Gott. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Was ich noch sagen wollte, wo du das gerade eben mit dem Zocker-Crew-Intro erwähnt hast. Es gibt ja auf YouTube diese Kanal-Trailer. Keine Ahnung, ich glaube, es könnte eventuell was bringen, so einen Trailer für Zocker-Crew zu machen, weißt du? Ich habe da halt so die Idee, dass die Mitglieder von Zocker-Crew so kurze Audiodateien aufnehmen, mir die auf Skype schicken, wo die sich selbst vorstellen. Und ich stelle halt nochmal so kurz das, was Zocker-Crew darstellen soll, in so einem kleinen Audio-Kommentar stelle ich nochmal da. Also einfach, damit die Leute, die auf unseren Kanal kommen, dann direkt wissen, was Zocker-Crew ist, wer da Mitglied ist und so weiter und so fort. Nicht einfach nur die ganz normale Text-Dinger da, die da vorher stand, die Beschreibung, sondern dass das auch ein bisschen detaillierter dargestellt wird. Jo, könnte man machen. Müsste halt dann jedes Mitglied muss ich halt nochmal mit den Leuten reden, auch mit dir und Claudio. Ihr müsstet dann halt irgendwie so kurz. Stimmt, von Claudio haben wir eine Weile nichts mehr gehört, fällt mir gerade auf. Ja, der ist halt ab und zu mal als Kommentar vertreten, aber sonst. Nee, dass sie einfach mal ein kurzes Audio.